Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns immer noch hinter feindlichen Linien in Let's Play Ion. Ich werde hier auch direkt mal meinen Allianz-Skin platzieren. Ihr werdet gleich sehen, was die Eigenschaft ist. Also Nummer 1, wir können wirklich nach 2 Stunden, also nee, nach einer halben Stunde können wir 9 setzen. Und der hier verschwindet nach 2 Stunden. Und ihr merkt, ich kann jetzt einfach mal 72 Mal hier sterben und neu aufstehen. Theoretisch können sich auch noch 28, nee, 23 weitere Personen daran binden, aber das ist ja für uns egal, wir laufen hier alleine rum. Dementsprechend, ja. So, was wir aber wollen, wir wollen unsere Spionsquest hinten weitermachen. Dafür müssen wir Panzersparkler besiegen. Da müssen wir weiter ins Hauptgebiet von denen rein. Ne, Moment, das müsste hier sein, das Hauptgebiet, und nicht da oben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass wir wirklich gleich direkt unter der feindlichen Basis sind. Wow, sag ich da nur. Wenn nicht, dann sind wir trotzdem meines Erachtens sehr stark nah dran. Es dürfen aber trotzdem keine, nicht allzu viele Leute gerade spielen. Ich meine, es ist 12 Uhr nachmittags. 12 Uhr 16. Okay, es ist Wochenende. Naja, mal gucken. Und ja, ich nehme die Folgen immer sehr spät vorm Aufnehmen, vorm Hochladen auf. Einfach nur, weil dann kommt es mir irgendwie so spontaner, frischer als vor. Hier müssen wir aufpassen. Hier ist eine Patrouille. Ich weiß nicht genau, wie der Radius ist. So, jetzt mal eben gucken. Ja, mein neues Gebiet entdeckt. Jetzt müssen wir hier ganz. Wow! Das hätte uns gerade fast umgebracht. Weil bei so etwas muss man extrem vorsichtig sein. Normalerweise geht man nämlich übrigens dahin, indem man von dem Punkt, wo wir als erstes hinkommen, bin, so runterfliegen. Aber das können wir ja nicht mehr machen, weil wir woanders hin waren. Und jo. Jetzt müssen wir schauen, wo wir jetzt hier ganz schnell die Panzersparkler finden, weil ich möchte ungern zu lange in diesen. Ja, da vorne ist die Festung oben drüber. Da oben. Das heißt, wir können jederzeit von denen entdeckt werden. Und hier können auch größer rumlaufen. Und die werden mich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit in ihrem Chat sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird noch spaßig. Noch sehe ich keine Tauben auf meinem Radar. Wir brauchen nur 3 Stück. Komm, das schaffst du. Oh, das ist so unheimlich. So, ne? So extrem. Mal schön umschauen. Immer bei einem riesigen Vorteil hier. Es ist genauso wie um Moheim direkt rum. Es gibt hier nicht so viele Akkro-Sachen. Das heißt, wir werden nicht durch irgendetwas jetzt zusätzlich noch angegriffen, falls wir angegriffen werden. Außer natürlich, wir haben eins vorher geedet. Das ist der letzte von den dreien. Und dann gehen wir auch hier ganz schnell weg. Ich möchte ungern hier länger bleiben, als ich muss. Schneller! Stirb! So, den haben wir geschafft. Wir müssen theoretisch die zurück zu Otis bringen. Das ist aber nicht in unserem Gebiet. Jetzt müssen wir uns hier wieder. Jetzt habe ich die ganzen ausgewählt. Ich wollte nur die eltenen Sachen auswählen. Nee. Wie heißt die Quest? Hin und zurück. So. Das sind jetzt die Elternsachen und die Kampagnen kann ich auch wegklicken. Ja, ich weiß, ich habe immer noch eine Altgard-Kampagne da. Wow! Nicht in die reinlaufen. Also hier dieses Dreiergespann, ne? So, haben wir geschafft. Hin und zurück aus der feindlichen Basis. Läuft doch. Ja, dann laufen wir direkt mal weiter. Schauen, ob wir da hinten bei der Iron, was auch immer, Wüste wieder getötet werden oder nicht. Ich hoffe natürlich, dass es nicht. Oh. Asmodische Aufsitzkanone. Das muss ich erklären. Das gibt es auch für Idios in unserem Gebiet. Für Asmodia in unserem Gebiet. Die kann uns zwar adden, macht aber an und für sich keinen Schaden. Außer dort setzt sich ein Idios, beziehungsweise auf unserer Seite ein Asmo rein. Und schießt damit. Und haut dich einfach so aus den Socken. Also davon gibt es immer natürlich auch in höheren Gebieten Varianten von. Es gibt bei den, ja, den Grund nach 65er Festungen. Solche auf den Türmen und allgemein auf der Mauer. Und die machen schon ordentlich Schaden. Ja, da war wieder der Turm. Der total schwach ist. Einer kommt nicht mal durch mein Schild. Ah, jetzt hat er durch mein Schild einen Ticken Schaden gemacht. Ihr seht aber null Schaden, dadurch, dass er durch mein Schild abgewehrt wurde. Und der Angriff, euer Schutzschild hält den Angriff auf, Dingels auf, was auch immer.
Nee, von Elios Wächterauge auf. So. Jetzt befinden wir uns wieder hier in dem anderen Gebiet. Wir müssen Ödland Kures oder so auch immer jagen. Also wieder relativ entspannend. Ich hoffe natürlich immer noch, wir finden, wenn überhaupt eine einzelne Taube und nicht so eine ekelhafte Clary-Sorg-Kombi. Das war echt abartig. Ich dachte, ich keine Chance. Naja, aber es passiert. Und selbst wenn es passiert, dann können wir mal wieder die Variante nehmen. Erste Mobilisten, Quest abgeben und dann wieder zurück in dieses Gebiet, um weiterzumachen. Ich weiß nämlich nicht, ob es eine dritte... Hallo? Kämpfst du mal endlich? WTF. Ob es eine dritte Spion-Folge-Quest gibt. Ich hoffe, um ehrlich zu sein, nicht. Aber das ist wieder Podor der Fiesling. Aber es kann natürlich immer vorkommen. Wenn es eine dritte gibt, dann müssen wir nämlich nochmal hier hin und... Naja. Das heißt... Go, go, go! diese Angsthasenvögel. Richtig lustig. Hallo, angreifen. Wollte gerade mein Skill nicht ausdrücken. Ich habe die ganze Zeit die 5 gedrückt und er macht es ja nicht. Das ist dann und wieder, wenn man vorher zu oft nicht angreifen konnte. Mega nervig. So, noch 4 Stück. Die dürfen wir auch eigentlich relativ zügig bekommen. Und dann abgeben. Und weil ich momentan keine neuen Quests hier sehe... und ich weiß noch nicht, ob es eine Folgequest gibt. Da kann ich nicht sagen. Aber dann kann es sein, dass wir schon bald in Eltern fertig sind. Dann werde ich hier noch ein paar Täubchen suchen, obwohl ich bezweifle, dass wir... Nein, wir finden um diese Tageszeit hier keine. Nee. Wird sehr schwer. Also, das kann ich euch nicht versprechen, dass in dieser oder in der nächsten Folge, wahrscheinlich werde ich in der nächsten Jahr noch rumhängen, nochmal PvP zu sehen gibt. Naja, ich kann es halt nicht erzwingen. Ich könnte sagen, hey, kann mal jemand kurz mit seinen Taubenschar einloggen und schreiben, dass da vorne ein Asmo rumläuft. Aber das wäre sehr dämlich, weil dann auch die 65er kommen würden. Okay. So, den hier müssen wir wieder besiegen. Ich glaube dann, ja, noch 2. Also inklusive den hier. Oh, dieser Stun immer. Stun von Mobs in deiner Umgebung können richtig schmerzhaft sein, falls man gerade ein Duell hat oder halt ein richtiges PvP-Duell. Damit kannst du nämlich eigentlich nicht rechnen. Und wenn du da was mit Flächencast edit, dann hast du echt Probleme. Wo eins, du kriegst die ganze Zeit einen Schaden durch diesen Buch zusätzlich. Klar, wenn du Flächen hier hast, also Flächenabzug. Gladiator, ja, da wär's vor ein Torteil. Scheiße, wir haben Podor oder Fiesling geaddet. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ich bin gestunt, ich bin gestunt. Oh, das war knapp. Ich habe gerade die ganze Zeit Maus geklickt, um den ganz dringend diesen Pot zu schlucken. Weil ich war gerade doppelt gestunt, erst von dem normalen und dann von dem Fiesling. Das heißt, ich konnte keinen Pot und auch nicht Lebensabsorption in der Zeit, wie ich wollte. Und wow, das war echt mega knapp. Hätten wir nicht schon fast wieder zurück zum Kisk gemusst. So, wir haben alle 10 kaputt gemacht. Jetzt müssen wir mit Lodas sprechen. Das ist, ja, das ist wieder der da oben. Ich weiß nämlich nie, wie die hier heißen. Ich meine, wer merkt sich das schon? Oh, genau wo ich anfange, hört die Musik auf. Ist ja klar. WTF? Okay. Eure Art ist bedroht. Kann ich sonst noch was? Ja, ich soll sogar sonst noch was fürchten. Und die Elm-Tragödie. Oh, Elim. Jetzt müssen wir Trockenastknochen jagen. Zweigknochen. Wo sind die Trockenastteile? Auch hier. Hm. Zweig. 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 What? Trockenastknochen, ne? Da. Da ist er. Das andere war nämlich immer andere. Okay, wir können theoretisch, wenn wir wollten, könnten wir die hier kiten, aber ganz ehrlich, so viel Schaden rechnen jetzt auch nicht an. Das ist das nötig nicht, ja. Oh. Und wir sind hier momentan eh in einem PvP-Gebiet. Da können wir uns auch mal die Mühe machen, uns auch einen Geist hervorzubeschwören. So. Das werden wir hier nicht zwangsläufig jetzt hier einsetzen werden, also außer jetzt Autotext, kann er trotzdem da sein, einfach nur für den Fall der Fälle, dass wir ja zum Beispiel von ihm den Dot draufhauen wollen oder, ja, das ist Angriffsgeschwindigkeit, oh, toll. Zorn, das bringt überhaupt nichts im PvP. Also im PvP kann man nicht durch solche Akku-Switch-Teile vom Geist oder Zorn auf ihn Geist, kann man nicht den PvP-Gegner dazu leiten, dann automatisch auf den Geist zu gehen. Das geht nicht. Wäre eigentlich ganz cool,
dann würde ich definitiv auf dem Petbaum bleiben und die ganze Zeit den einfach nur auf mein Pet rüberlenken. Aber naja, tapp zurück und du bist wieder auf dem richtigen. Also alles mögliche, was mit Zorn zu tun hat, geht im PvP nicht mehr. Zorn, das ist Aggro, naja. Aber im PvE ist es schon ganz schön cool, es gibt nicht ein Stigma. Stigma-Skill, der bewirkt, dass man die Aggro, die man, also wenn man selber die Aggro von einem Mob hat, kann man diese Aggro dann auf sein Pet rüberlagern. Das ist mal ganz lustig, wenn man tankt, aber zu wenig Schaden mit dem Pet macht, als dass das Pet Aggro kriegen würde und dann einfach das rüberlagert auf das Pet. Das heißt, man kann selber so richtig viel Aggro aufgebaut haben. Dann sagt man einfach, okay, Pet, du bist dran. Was ist das denn für ein Riesenvieh? Jetzt läuft das auch genau dahin, wo ich hin wollte. Na, dann nehmen wir uns ein anderes. Einen anderen Trockenast. Wir brauchen wieder unsere Rollen. Auch lustig, ich klicke das so schnell hintereinander an, dass es nur ein Ping-Geräusch gibt. Läuft. Ja. Vanerohalla. Das ist richtig unheimlich, wenn ich immer Nachrichten kriege. Aber auch nur, wenn ich aufnehme. Übrigens, ihr ja, werdet jetzt diesmal garantiert keine Hintergrundgeräusche, also Spielhintergrund irgendwo was in einem anderen Spiel hören, weil ich das Internet komplett ausgemacht habe, damit das nicht vorkommen kann. Das ist immer richtig nervig rauszuschneiden. Ich bin nicht zu weit vom Ziel entfernt. Trockenass stirbt. Wie viel müssen wir noch? Zwei. Nach dem. Also, den habe ich jetzt schon einfach mitgezählt, weil es war. Der Skill war ja schon längst. Ah, dass ich da Zweige. Zweig, Zweig, Zweig. Nicht da. Podo oder Fiesling. Hallo. Wo seid ihr? Habe ich jetzt euch alle weggetötet oder was? Oh, scheiße, den haben wir ja geedit. Sind die aggro? Hier oben sind eigentlich keine mehr. Da ist einer. Dieses Ziel könnt ihr jetzt nicht angreifen. Doch, kann ich. Das ist kein gültiges Ziel. Ich überlege, ob es hier sinnvoll wäre, einen Kisk zu stellen. Weil ich meine, hier ist echt kein Schwein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir da nicht das in die Routen von diesen Teilen stellen. Also der Kiesweg von NPCs und so etwas von diesen NPCs nicht angegriffen. Da brauchen wir keine Angst haben, halt, wenn wir wieder spawnen, müssen wir uns dann erstmal mit denen rumschlagen. Das wäre ein bisschen blöd. Aber gucken, vielleicht sind wir auch schon fertig. Laufrolle, ja, ist drin. Ich komme immer so langsam vor, wenn man später auf den Schuhen auch Laufgeschwindigkeit hat und das einfach in den Anfangsleveln fehlt. Oh. Ich habe ein Buch, das ist aber schlechter als meins. Oh, das ist besser. Oh. Ich habe ja noch keine Taube heute gesehen. Also ihr merkt, das sind relativ hohe. 34 und 33. Wahrscheinlich haben die irgendwo einen Riss ausgenutzt und sind jetzt hier. Sind nur Lois geben, ein Surface. Was macht ihr denn sonst hier? Einfach nur schauen. Also ich lese das mit dabei, ja, nicht unbedingt das in dieser kleinen Schrift lesen können. Farmen die Lois und Ra. Und was soll sagen? Ach, egal. Sind immer zu zweit, Vorsicht, ja. Das heißt, hier sind wahrscheinlich welche, die ein bisschen größer sind und hier hin und her rennen.
Aber das ist eigentlich eine richtig lustige Kombo. Gladi und Barde. Das heißt, theoretisch, ich weiß nicht, ob sie schon andere heilen kann. Ich weiß nicht, ob sie schon andere heilen kann. Aber an und für sich, der Gladi ist so schon sehr stark. Und der Barde natürlich auch. Der hat ja vor mir greifen oft von hinten an. Viel Glück. Ja, von hinten, das bringt nichts. Ich schaue mich ja ständig um. Ja, jetzt haben wir eine Rolle des Mutes bekommen. Ist aber nicht so. Oh, wir sind fertig. Na dann, zum Mobile ist zurückgetan. Das heißt, für uns ist das jetzt eh unwichtig, weil wir jetzt hier nichts mehr haben. Wir geben noch die Spionsquest ab und schauen, ob wir theoretisch nochmal zurück müssen. Wenn ja, dann bringe ich mich nochmal schnell um. Damit mein Kisk nicht ausläuft, weil ich gleich nochmal aufgehe. Aber ja, schnell zur Spionsquest. Mal gucken. Hätte mir echt die Namen merken können, egal. So, Spion hin und zurück. Seid gegrüßt. Ich denke an Altgard. Wir wurden gerade nach Altland geschickt. Und sprechen mit ihm. Och man, der kann echt gar nicht mit seinen Tränken. Erzähl mir den langen Rückzug, weil der andere halt auf Cooldown ist. Der schnelle Rückkehr in Anführungszeichen. Ach ja. Ach, diese schnelle Rückkehr könnten sie echt mal ein bisschen schneller machen. Ach, geschafft. Hin und zurück. Jetzt dürfte die Quest eigentlich fertig sein und hoffentlich keine Folgequest. Ich habe nicht keine Lust mehr auf Elden. Selbst wenn ich mir auch den Kies geholt habe. Also vielleicht mal später, wenn ihr wollt, dass ich durch so einen Riss in das Gegnergebiet gehe. Vom Yaus. Aber jetzt gerade habe ich da keine Lust drauf. Keine Folgequest. Okay, das war's mit Elden. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Und tü-tü-tü.